Lidolana. Die Mitglieder vom Taucherverein Sporthalber treffen sich heute wieder zum Tauchkurs im Freibad. Vor Kursbeginn wird die Ausrüstung hergerichtet, von den Tarierwesten über die Flossen bis hin zu den Masken. Tauchlehrer Roland hilft den beiden Tauchanfängerinnen bei den Vorbereitungen für den Tauchgang im Schwimmbad. Am Anfang ist es wichtig, dass alle Schritte genau kontrolliert werden, damit einem sicheren Tauchgang nichts im Wege steht. Es sind Statistiken etwas besorgen, dass die Anzahl von Tauchern gestiegen ist und die Unfälle gesunken sind. Und das ist zurückzuführen, erstens einmal auf der Ausbildung, also die Ausbildungsstandards haben sich ziemlich erhöht. In Basis von den Unfällen, was passiert sind, haben sie somit versucht, die Kurse zu verbessern und vor allem zu revidieren. Und somit haben wir ziemlich einen hohen Standard in der Ausbildung. Auch die Taucherausrüstung wird laufend verbessert und es gibt ständig Neuerungen. Beim Tauchen muss die Ausrüstung reibungslos funktionieren. Außerdem ist es notwendig, dass die Taucher Routine darin bekommen, wie man sich auf einen Tauchgang vorbereitet. Sonst kann es unter Wasser schon mal gefährlich werden. Man hat bestimmte Regeln zu befolgen. Und natürlich, wenn man in die Regeln nicht in den Rahmen nicht drin ist, dann muss man, riskiert man eben, wie halt bei jeder Sportart, riskiert man halt, dass man sich wehrtut. Ortswechsel. Das Kletterzentrum Vertikale in Brixen. Geführt wird es von der örtlichen AVS-Sektion. Jeden Abend bietet der Verein hier Kurse an und viele kommen auch zum freien Klettern. Auch beim Klettern passieren hin und wieder Unfälle. Die ganze Struktur wird regelmäßig gewartet. Es kann eigentlich nichts brechen. Wir kontrollieren die Karabiner regelmäßig, die Umlenkketten, die Säule, das Material. Also es ist alles kontrolliert und von der Seite her droht keine Gefahr. Das natürlich gibt es im freien Gelände nicht. Direkt am Eingang der Kletterhalle verweist der AVS Brixen darauf, dass Besucher beim Klettern selbst für sich verantwortlich sind. Außerdem muss jeder vor dem Klettern eine Bestätigung unterschreiben. Darin muss jeder erklären, dass er bereits Erfahrung im Klettern hat. Das heißt, man sollte, wenn man es nie gemacht hat, nicht einfach kommen und sich einen Gurt und das Seil ausleihen, sondern man sollte da wirklich vorher einen Kurs besuchen. Das ist um und auf. Kurse werden zu jeder Zeit angeboten und wir fragen auch dann beim Eintritt, wenn jemand das Seil ausleiht, kannst du mit dem umgehen? Und der muss dann auch eine Bestätigung unterschreiben, dass er das kann. Also da müssen wir uns einfach absichern. Zuständig für rechtliche Fragen für ehrenamtliche Vereine in Südtirol ist das Amt für Kabinettsangelegenheiten. Die Mitarbeiter informieren auch in Fragen der Haftung. Besonders wichtig ist der Bereich der zivilrechtlichen Haftung. Diese trifft die Vereine in erster Linie. Zivile Haftung kann sowohl vertraglich wie außervertraglich sein. Außervertraglich bedeutet vor allem zum Beispiel ein Unfall, ein Schaden, der von dem Verein selbst zu verantworten ist. Und diese sind eigentlich jener Bereich, der am häufigsten vorkommt. Vertragliche Schadensfälle sind im Vereinswesen nicht so häufig. In erster Linie haftet der, der etwas unmittelbar ausführt. Beim Klettern ist es zum Beispiel wichtig, dass der Partner richtig sichert. Ein gekonnter Umgang mit den Geräten ist Voraussetzung. Der Kletterer in der Höhe muss sich darauf verlassen können, dass sein Partner konzentriert und achtsam ist. Nur so können Fehler vermieden werden und er kommt wieder sicher auf den Boden zurück. Auch die AVS-Sektion als Betreiber achtet auf die Sicherheit der Besucher. In der gesamten Halle sind Hinweisschilder angebracht. Alle Vorrichtungen werden ständig gewartet. Freiwillige und Angestellte sind für die regelmäßig wechselnden Kletterrouten zuständig. Jeder Griff in der Halle wird einzeln montiert und kontrolliert. Diese Dinge liegen nämlich in der Verantwortung des Vereins. Wie weit Vereinsfunktionäre persönlich haften, hängt von der Vereinsform ab. Grundsätzlich gibt es den anerkannten Verein und den nicht anerkannten Verein. Der anerkannte Verein bietet den Vorteil durch die Eintragung als juristische Person des Privatrechts, dass dadurch die Haftung begrenzt wird und ist insofern empfehlenswert. Durch die Eintragung als juristische Person des Privatrechts haftet nur mehr der Verein mit seinem Vermögen.
Funktionäre des Vereins sind von einer persönlichen Haftung ausgeschlossen. Damit ein Verein sich als juristische Person des Privatrechts eintragen lassen kann, muss er ein Gesuch an den Landeshauptmann stellen. Dieses Gesuch muss zusätzlich noch ein Statut in öffentlicher Form enthalten. Weiters den Nachweis, dass der Verein über ein Mindestkapital von mindestens 5.500 Euro verfügt und den Beschluss der Vollversammlung, welche den Vorstand autorisiert hat, die Eintragung zu betreiben. Die AVS-Ortsgruppe Brixen ist in das Landesregister eingetragen. Somit haftet der Verein nur mit seinem Vereinsvermögen. Das Amt für Kabinettsangelegenheiten führt drei verschiedene Verzeichnisse. Diese sind gegliedert in die juristischen Personen des Privatrechts, die ehrenamtlich tätigen Organisationen und die Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens. Informationen zu den Vereinsformen, Verzeichnissen und zur Haftung gibt es direkt im Amt. Auch online im Ehrenamtsportal des Landes kann man sich schlau machen. Zudem gibt es zahlreiches gedrucktes Infomaterial zu relevanten Themen. Zurück zum Taucherclub in Lahna. Noch vor Beginn des Tauchkurses haben die beiden Teilnehmerinnen Dunja und Karin eine Eigenerklärung ausgefüllt und unterzeichnet. Außerdem sind sie Mitglieder des Vereins geworden, um auch versichert zu sein. Der Verein versucht so, Haftungsansprüchen vorzubeugen. Eigenerklärungen sind insofern wichtig, dass sie dem Tauchverein oder generell dem Verein die Möglichkeit geben, gewisse Grundkenntnisse über den Teilnehmer zu erhalten, natürlich hauptsächlich medizinischer Natur, und bei einer gewissenhaften Überprüfung dieser Ersterklärungen natürlich ist es für den Verein auch möglich, einen Teilnehmer von einem Sportart auszuschließen bzw. ihm zumindest anzuraten, einen gewissen Sport nicht zu machen. Inzwischen laufen die Vorbereitungen für den ersten Tauchgang. Noch an Land geht Roland eine Übung Schritt für Schritt mit den beiden Kursteilnehmerinnen durch. Im Wasser soll es schließlich reibungslos klappen. Danach legen sich Dunja und Karin erst einmal die Gewichte um. Dann kommen die schweren Pressluftflaschen dran. Roland hilft beim Anziehen und achtet darauf, dass sie alles richtig machen. Als Sicherheitsvorkehrung vor dem Sprung ins Wasser dient der Partnercheck. Beide kontrollieren gegenseitig, ob ihre Ausrüstung richtig sitzt und auch funktioniert. Und dann geht's ins Wasser. Also eine Grundhaftung besteht natürlich beim Teilnehmer eines Tauchkurses selber, weil natürlich jeder muss auf sich selbst aufpassen. Natürlich, wenn man dann konkret zum Tauchsport übergeht, ins Wasser geht, also unter Wasser geht und so weiter, dann natürlich muss der Verein auch all jene und alle notwendigen Schritte dafür setzen, dass es zu keinem Unfall kommt. Das heißt, Sicherheitsbestimmungen einhalten, Grundregeln einhalten. Auch im Wasser erklärt Tauchlehrer Roland den beiden Anfängerinnen noch einmal ganz genau, was jetzt passiert. Damit sind die beiden bestens auf ihren ersten Tauchgang vorbereitet. Tauchen gehört sicher zu den riskanteren Sportarten, aber mit der nötigen Schulung und einer einwandfreien Ausrüstung werden Unfälle vermieden. Ich sage, ich vergleiche es halt mit dem Auto vor. Wenn man nicht oft mit dem Auto fährt, dann hat man natürlich wahrscheinlich im Verkehr Probleme. Und beim Tauchen ist es, wenn man regelmäßig taucht, ist man sicher und kann man eben den Sport richtig genießen. Risiko und Unfallgefahr sind für die meisten Sportler aber Nebensache, wie auch für Karin und Dunja. Für sie zählt in erster Linie der Spaß am Tauchen.